Servus, Mario aus Thailand, Satahip. Heute möchte ich euch mal erzählen, was ich denn gestern so im Queen Sirikit Krankenhaus hier in Satahip erlebt habe. So, eines vorweg, ich habe mich nicht wohl gefühlt die letzte Zeit und hatte Bauchschmerzen und bin zu meinem Hausarzt zuerst hier in Satahip, der hervorragend Englisch spricht, und habe ihm mein Leiden erklärt, und er wollte mir dann mit Medikamente und Antibiotika und so weiter weiterhelfen. Aber ich sagte, ich möchte doch gerne mal eine Blutanalyse, so eine Blutuntersuchung und vielleicht ein Röntgen, dass man mal innen sieht, ob da alles okay ist. Er sagte, er kann das natürlich in seiner Klinik nicht machen und meinte, ich sollte doch in das Queen Sirikit Krankenhaus hier in Satahip. Er würde mir eine Art Überweisung schreiben, so, da steht dann drauf, wo, welche Symptome ich denn habe, und mit dieser Überweisung von meinem Hausarzt bin ich dann einen Tag später in das Queen Sirikit Krankenhaus hier in Satahip gegangen. Es ist natürlich dort immer sehr, sehr voll, das heißt, es sind immer sehr viele Leute, das heißt, ich wollte sehr früh dort sein und war dann so circa 7:30 dann auch schon dort und habe dann auch schon etwas Mühe mit dem Parkplatz suchen gehabt, habe aber dann doch noch einen Parkplatz für mein Auto gefunden und ging dann rein in das Krankenhaus. Zuerst ging ich zu der Information. Die sagte zu mir, ich sollte doch nach links rüber gehen, dort ist so Krankenschwester, die zuerst Blutdruck misst und Fieber misst. Dann wurde ich zur Anmeldung geschickt, weil ich ja das erste Mal in diesem Krankenhaus war, und musste dort so ein Formular ausfüllen, das übliche, Reisepassnummer, Name, Adresse, Telefonnummer. Ja. So, dann habe ich dieses Formular ausgefüllt, abgegeben, dann sagte die Dame dort, ich sollte doch zu Schalter, weiß jetzt nicht mehr genau, gehen und dort das bezahlen. Dann habe ich dort 30 Baht bezahlt und habe jetzt so eine Krankenhauskarte bekommen. So, okay, das war das Erste. Dann sagte die Dame zu mir, ich bin dann zurück, habe bezahlt die 30 Baht. Ich soll doch zur Nummer 7 gehen. Dort ist Outpatient, das heißt ambulant Behandlung, Behandlungszimmer. Okay, so, ich gehe zur Nummer 7. Dort musste ich mich dann wieder neu anmelden, habe die meine Krankenhauskarte gezeigt, habe meine Überweisung dort gezeigt und durfte dann dort in dem Zimmer Platz nehmen. Die Ordination hat um 8:30 begonnen. Ich war so circa um 8 Uhr dort bei der Nummer 7 und habe dann dort quasi warten dürfen. Es waren dann sehr viele Leute dort. So, also es war brechend voll und es waren zwei Ärzte vorhanden. Ich habe dann gewartet von 8 bis 10, also 2 Stunden, dann bin ich dran gekommen, bin dann zu dem Arzt rein, der hervorragend Englisch spricht, habe ihm meine Symptome erklärt, alles und so weiter und so fort. Er hat mich dann abgetastet, und hat ihm mit mir gesprochen, welche Symptome und etc. etc. Alles auf perfekt Englisch. So, dann sagte er zu mir, ich soll doch jetzt die Blutuntersuchung machen.
anschließend nach der Blutuntersuchung, Blut- und Urinuntersuchung. Nachdem geht es weiter dann zum Röntgen. Okay, so, also von dort wieder weg, dann nächste Station Blutuntersuchung, das war die Station 8. Dann dort rein, wieder angemeldet. Dann ging es zum Bezahlen, bevor man überhaupt Blut und Urin untersucht wird. Und da habe ich bezahlt für Blut- und Urinuntersuchung. Blut- und Urinuntersuchung habe ich bezahlt 945 Baht. 945 Baht. So, also dann bekam ich dort, ich bezahlte die Rechnung, dann bekam ich einen kleinen Becher, da durfte ich dann meinen Urin reinlassen. Dann ging ich zur Blutabnahme, dort wurde mir dann das Blut abgenommen und mir gesagt, ich soll doch weitergehen zum Röntgen. Das war, glaube ich, die Nummer 16. So, wieder raus von dort, dann die Nummer 16. Zum Röntgen gegangen, dort ebenfalls wieder angemeldet. Dann gleich zum Kassieren geschickt. Dann habe ich für das Röntgen, also da wird man stehend geröntgt und liegend geröntgt. Das sind zwei verschiedene Stationen. Da habe ich für das Röntgen habe ich dann bezahlt Röntgen 990 Baht. So, ich habe dann das bezahlt, bin dann zu dem Röntgen gegangen, habe dann dort eine Wäsche bekommen, habe mich umkleiden dürfen, bin dann mit dem Nachthemd sozusagen, mit so einem blauen, dann in die erste Station rein, da wird man stehend geröntgt, von vorne, von hinten, dann bin ich wieder raus, dann musste ich in die nächste Station, da musste ich mich niederlegen und wurde dann eben liegend geröntgt. So, gut, das war dann auch erledigt. Wieder umziehen, zurück zu Station 7. Dort habe ich dann alles abgegeben, was ich von Röntgen und vom Bluttest bekommen habe und musste ebenfalls wieder warten. Dann war Folgendes, ich bin dann natürlich genau in die Mittagszeit reingefallen, das heißt, dann war Mittagspause von 12 bis 1. So, um 1 Uhr sind die zwei Doktoren wieder gekommen und so circa um 2 Uhr bin ich dann wieder drangekommen, bin wieder zu meinem Doktor rein, wo ich ja vorher schon dort war und er hat mit mir dann die Ergebnisse besprochen, die Blutwerte, die Harnwerte und natürlich auch das Röntgen, was er eben da gesehen hat oder nicht gesehen hat. Ich habe dann auch noch einen Ausdruck bekommen oder sozusagen Befund von meinen Werten, Blutwerten und Urinwerte und konnte bei ihm am Computer dann auch mein Bild sehen vom Röntgen. So, er meinte, er kann nichts Gröberes feststellen. Zuerst hätte er geglaubt, ich habe Nierensteine oder irgend sowas. Er konnte eigentlich nichts Gröberes feststellen durch Blutuntersuchung. Da war ziemlich von den Blutwerten alles okay. Er konnte nur eine leichte Infektion feststellen im Blut. Nichts Besorgniserregendes, hat er gesagt. Und ich sollte doch gewisse Medizin nehmen, die er mir dann verschreibt. Und wenn ich möchte, könnte ich doch mich einer CT-Untersuchung, eine CT-Untersuchung machen. Da kann er dann wirklich alles ganz genau sehen, das heißt sogar vom Darm, von den ganzen Organe natürlich und wäre ratsam. Außer, sagt er, wenn ich jetzt die Medikamente alle nehme und ich fühle mich dann besser in den nächsten 3, 4, 5 Tagen, dann kann ich auch telefonisch eventuell das CT absagen.
Das heißt, ich bekam dann die Medikamente. Also das sind einmal, hier ist so eine Art Brause, das muss man auflösen im Wasser für den Magen. Dann bekam ich Tabletten in dieser Form, in dieser Form und so nochmal Tabletten. Und jedes Mal nach dem Essen, das wurde mir sehr gut erklärt, wann ich die einzunehmen habe. Und nebenbei noch so ein sowas zum Trinken. So, das waren jetzt die Sachen. Dann bin ich zu dem CD rübergegangen, um mich anzumelden. Also vom Doktor raus bin zu einem CD gegangen und habe mich dann dort angemeldet und bekam dann auch noch, hier ist die Anmeldung vom CD, da bekommst du noch so Tabletten dazu, die musst du 2 Tage vorher und einen Tag vorher nehmen. Das CD kostet im Queen Sirikit Krankenhaus 19.500 Baht. Also es wäre natürlich jetzt schon zum Überlegen, macht man es nicht? Geht es einem gut? Ist es vielleicht doch nicht notwendig oder soll man es dann doch machen? Also ich habe jetzt noch Zeit, mir das zu überlegen. Wie gesagt, werde meine Medikamente nehmen und wenn ich mich eben besser fühle, mal schauen, mache ich das CD oder mache ich das CD nicht. Ja, so in diesem Sinne wollte ich euch das jetzt mal erklären, wie das so ungefähr funktioniert in dem Queen Sirikit Krankenhaus. Ich war eigentlich sehr, sehr zufrieden. Überall wurde Englisch gesprochen. Von der Information, von der Anmeldung, von der Blutabnahme, vom Röntgen, beim Doktor. Überall kommt man mit Englisch wunderbar durch. Es sind natürlich wenige Ausländer dort. Ich habe, glaube ich, den ganzen Tag 2 Ausländer auch noch gesehen. Sonst natürlich nur Thailänder dort. Es ist eines von den günstigeren Krankenhäuser hier in Thailand. Aber, also, sehr kompetent. Alle Möglichkeiten dort und wie gesagt, ich war da sehr zufrieden und man muss natürlich Wartezeit in Kauf nehmen, das heißt, ich war wirklich 7:30 dort und bin um, glaube ich, 2:30 oder 2:45 bin ich dann raus. Naja, das war dann schon ein langer Tag eigentlich dort. So, okay, liebe Leute, jetzt habe ich euch mal von meiner Geschichte hier im Queen Sirikit Krankenhaus erzählt. Vielen Dank fürs Zusehen. Recht herzlich willkommen den neuen Abonnenten meines YouTube-Kanals. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die bereits abonniert haben. Die nicht abonniert haben, abonniert bitte. Es ist kostenlos. Gebt mir bitte ein Like auf meine Videos. Leute, ihr seid mega spitze. Tschüss, Servus, Mario aus Thailand. Satta Hem. Tschüss, habt noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Tschüss.